Ein Bundeskanzler hat ja Antrittsreisen. Ich würde in folgender Reihenfolge reisen. Erstens Brüssel. Zweitens Paris. Drittens Washington. Viertens Moskau. Fünftens Peking. Ich würde in Brüssel einen großen Forderungskatalog vorlegen und würde dem entsprechenden Kommissionspräsidenten mitteilen, entweder das passiert oder wir sind weg. Ihr habt einen Monat Zeit, euch das zu überlegen. Dann würde ich nach Paris fahren und würde den werten französischen Präsidenten, eigentlich dann die französische Präsidentin, hoffe ich sehr, Marine Le Pen, darüber informieren, dass ich in Brüssel einen solchen Katalog vorgelegt habe, würde den gleichen Katalog den Franzosen vorlegen, mit dem Wunsch, am gleichen Strang zu ziehen. Weil wenn Deutschland und Frankreich am gleichen Strang ziehen, haben wir die Europäische Union unter Kontrolle. Dann würde ich nach Washington fahren und würde den entsprechenden amerikanischen Präsidenten darüber informieren, dass so die Dinge jetzt nicht weiterlaufen, wie sie bisher gelaufen sind. Diesen ganzen globalisierten Mist machen wir nicht mehr mit. Wir sind jetzt wieder ein souveränes Land. Das haben bitte schön die Amerikaner auch zu akzeptieren. Und wenn sie das akzeptieren, sind wir gerne gute Partner. Wenn sie das nicht akzeptieren, sind wir das nicht. Und sie sollen sich gut überlegen, ob sie gute Partner in Europa wollen oder nicht. Wenn wir einen Donald Trump als Präsidenten haben, dann wird das relativ einfach. Wenn wir einen Joe Biden als Präsidenten haben, dann schläft er während des Gesprächs ein. Wenn der mittlerweile verstorben ist, dann haben wir wahrscheinlich eine Kamala Harris als Präsidentin, dann wird es schwieriger. Dann gibt es die Reise nach Moskau. Die ist wichtig. Da muss man Putin sehr klar mitteilen, wie wir zu diesem Krieg stehen, dass wir den vollumfänglich ablehnen. Aber man muss eben auch aufzeigen, wenn es eine diplomatische Lösung gibt, wenn es eine Friedenslösung gibt, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten sich danach daraus ergeben. Denn Zusammenarbeit ist immer besser, als sich gegenseitig Köpfe einzuschlagen. Und das sage ich auch voll überzeugt als Christ. Und dann muss man gerade auch als neuer deutscher Bundeskanzler ausloten, was geht und was geht nicht. Selbst mit den übelsten Despoten muss man auch reden. Und wenn man dann schon mal das Reden mit den Despoten, mit den Amerikanern, mit den Russen geübt hat, dann kann man ja noch zum Chinesen und kann dort entsprechend genau das Gleiche tun. Wirtschaftliche Zusammenarbeit kann es nur geben, auf fairer Grundlage und ohne gegenseitige Wirtschaftsspionage. So, und dann würde ich nach Hause kommen und im ersten Bundestag, der sich frisch konstituiert hat, eine Regierungserklärung halten über die neue Souveränität Deutschlands. Und dann geht's los. Applaus